Moin zusammen, und da geht's auch schon direkt weiter. Ja, ich habe rausgefunden, warum die Ankylos hier ständig verreckt sind. Ich hatte die Erfolgsrate noch gar nicht ausgebaut. Dementsprechend hatten die halt nur eine Rate von 26% Lebenschance. Jetzt aufgewertet plus 60, also bei 86%, dann sollte jetzt auch wieder was draus werden. Oh, die beiden kämpfen miteinander. In Panik. Okay. Neuer Tag, neue Chance. Nein, kein kleines Kraftwerk. Wenn überhaupt, baue ich große. Der Park. Oh, gucke mal. Hier hinter habe ich da vielleicht sogar Platz für. Yes. Cool. Ja, man kann auch mal Glück haben mit dem Bauen. Ich hätte ja eher damit gerechnet, dass das hier hinter. Ich habe ja die Einschienenbahnstation hier gebaut, damit ich irgendwie noch eine vernünftige Kurve hinkriege. Ich habe gedacht, ich baue hier hinter dann, keine Ahnung, irgendwas, dass da mein Kraftwerk reinpasst. Da habe ich noch nicht dran gedacht. Umso besser. Ich brauche sowieso langsam mehr Strom. Großes Kraftwerk. Na, irgendwo hatte ich doch hier. Da war doch gerade. Ist auf einmal blau aufgeblitzt hier. Terrainbeschränkung. Da, direkt dran. Na komm schon. So. Über fünf Ecken noch so einen hässlichen Stromzaun ziehen. So, sehr schön. Sitzt, wackelt und hat Luft. So, die Gyrostation ist noch nicht fertig. Route bearbeiten. Ja, hier kommt dann ein Tyrannosaurus-Gehege rein. Gyrostation fährt hier vorne einmal lang, hier hinten wieder zurück. Durch einen Wald nach Möglichkeit. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Und wieder ran. So. So, Tyranno-Gehege. Da kommt auf jeden Fall eine elektrische Betonmauer einmal komplett rum. Kein Bock, dass mir so einer hier durch den Park spaziert. So. Zack. Könnte natürlich auch den, wie heißt denn der hier? Aus dem Film da, die Kreuzung aus Raptor und Tyrannosaurus könnte ich da natürlich auch reinsetzen. Verbaut. Ach, die Wegesroute, ne? Route bearbeiten. Yes, gut. Entfernen. Nicht entfernen. Baue ich halt anders. Guck mal. Zack, hier lang. Gebaut. Hier rum und daran. Zack, Problem gelöst. Schutzraum haben wir hier. Gut, dann kommt da keiner hin. So, und dann hier einmal bisschen nach außen. Und so. Nee, sieht hässlich aus. Ja, yeah, so sieht das gut aus. So, dann kommt hier irgendwo noch ein Tor hin. Ah, so, alles wieder weg. Dann baue ich erst das Tor, damit die Ranger hier auch reinkommen. So, und die Mauer.
Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Doch ich, damit der Tyranno nicht spazieren geht. So. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Das höre ich doch gerne. So, schön viel Platz hier noch rumziehen. Bom. Es wird verbunden von hier bis da. Dann kommen wir hier einmal schön rum und daran. Gut, hier hinten brauchen wir sehr wahrscheinlich noch einen Schutzraum. Das ist Sichtbarkeit. Ja, im Schutzraum gar keinen haben wir hinten. Gäste, Schutzraum. So. Gebäudebeschränkung, sagt er. Warum? Verbaut. Ja, das kann man ändern. Strommast weg. Gäste, Schutzraum. Ah, guck mal. Da haben wir ihn doch. Zack. Schutzraum steht. Strom haben wir auch. So, elektrische Betonmauer. Nice. So. Sichtbarkeit. Wunderbar. Richtig schön groß. Da dürfte der Tyranno auch nicht meckern, dass ihm das hier irgendwie alles zu eng und zu klein ist. So, mal kurz nach der Route gucken. Dann würde ich sagen, hier baue ich Wasser hin. Ups. Landschaftsgestaltung. So, Wasser. Das war, glaube ich, ein bisschen doll. Route bearbeiten. Obwohl, nee, doch geht. Muss nur das Terrain ein bisschen entsprechend angleichen, dass sie igitt. So. Weichzeichnen. Die ganze Route, wo die Gyrosphäre lang rollt. Dann haben die hier oben ein bisschen Wasser, die Jungs. So, und dann kommt hier hinten ordentlich Wald rein. Davon brauchen die nicht so viel. Kommt hier unten noch ein bisschen Wald hin. Da auf die Seite und hier oben noch mal rein. So, mit dem Turm ist, glaube ich, ein bisschen blöd hier links mit dem... Nö, doch, das geht. Optimal. Sehr schön. So, noch schön Grasland wachsen. Klippe, Küstengebiet. Super. Tyrannosaurus-Gehege ist fertig, würde ich mal sagen. So, Gyrosphären, kommen hier auch 10 rein, kommt auch eine Deluxe-Tour rein von Preis für 40. So, und keine geht hin, weil zu teuer. Gut. Nächste Mission. Hey, wie wär's mit noch ein wenig mehr Stress? Yes. Wie hört sich ein neuer Auftrag an? Trodon-Zähmung. Kann ich so einen überhaupt schon bauen? Wir wollen das... Nein, es müssen so viele Menschen wie möglich diese Tiere persönlich erleben. Sie müssen verstehen, dass Dinosaurier wieder ein Teil der Welt sind. Trodon kann ich, glaube ich, noch gar nicht. Mal gucken, wo gibt's den denn? Fangen wir mal in Südamerika an. Giganto, so mal, da können wir noch mal auf 100 bringen. Kentrosaurus. Suchomimos.
Cerato, Mequiacanto, Procerato, Baryonyx. Olobotitan. Grabungsstätte abgeschlagen. Hä? Den kann ich gar nicht. % des Trodon-Genoms. So, Kontrollraum, Forschung, Fossilien. Trodon. Muerta Ost, Mission. Isla Muerta Ost. Isla Muerta Ost, da bin ich doch. Okay. Das heißt, ich brauche erstmal... Stresshammer. Trodon-Zähmung, okay. Ich kann die noch gar nicht bauen. Wahrscheinlich kommt das, wenn wir hier im Sicherheitsbereich sind. Dann können wir ihn erforschen, dann können wir ihn suchen. Hier die anderen noch mal auf 100%. So, Nigersaurus, Gigantosaurus, noch nicht verkaufen, oder Giganotosaurus, wie auch immer. Forschung erforderlich. Bin mal gespannt, ob ich das überspringen kann mit der Erfolgsrate. Dreadnoughts mit Bewertung 212 frei. Gut, das könnte ich mal bauen in der Zwischenzeit, dass wir hier mal da mal ein paar mehr Dinos noch wieder auf den Markt bekommen. Lebenserwartung. Besonders effizientes Blut. Belastbarkeit, Immunreaktion, gute Verdauung, jo, nehme ich mit, sozial, Gruppe 1 bis 3, 2 bis 4, oh, Lebensfähigkeit wird um 30% reduziert, sozial 0 bis 0 ist ja auch gut. Wer ist ein absoluter Einzelgänger? So. Wo ist er? Da. Sozial würde ich dann wahrscheinlich nichts erforschen wollen. Da hat er zu starke Lebenseinbüßungen. Stärke des Herzens. Noch mehr Belastbarkeit. Intuitives Lernen. Starke Heilung. Gute Verdauung. Starke Heilung nehme ich hier mal. Brauch weniger Grasland, mehr Wald. Stress haben wir nicht. Noch mehr Lebenserwartung. Nehme ich mal die Gehirnalterung. Jetzt haben wir noch 19%. Mit Sozialverhalten. Gruppengröße 2 bis 4. Wäre Lebensfähigkeit bei minus 11. Mach das einfach mal. Dann könnte ich vielleicht 4 davon bauen. Obwohl, nee. Nehme ich wieder raus. Das mache ich, wenn ich die höhere Überlebenschance habe. Tundra-Muster. So. Bauen.
So, ihr kleinen Pisser. Hört auf mit dem Scheiß hier. Wie ist bei euch mit Stress? Scheiße. 80%. 81, 82. Hier könnte ich auf jeden Fall noch was mit reinsetzen. Hör mit dem Scheiß auf, Mann. Verdammt, ey. Gut, ich würde sagen, ich kann dir ein Kühlhaus mal rauslassen, da oben reinsetzen. So, schön dir das Holz wegnehmen hier. Wo sind sie? Da sind sie. So, er betäubt gerade den letzten. Danach kommen die beiden dran. Produkt wird eingesammelt. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Okay, auf jeden Fall sollte ich auch dieses Stresslevel irgendwie mal erforschen. Schnelle Stressreaktion hier, Sicherheit verbessern. Graslandanpassung. So, und der letzte pennt. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Die Lofus wollte ich da bei denen mit reinsetzen. Savannenmuster. Gut, erstmal mache ich die Schutzräume wieder zu. So, die Jungs brauchen hier oben dann auf jeden Fall auch noch was zu fressen. So, und da wollte ich die Lofus mit reinsetzen. Belastbarkeit passt. Aggressives Verhalten. Intuitives Lernen. Weniger Grasland, mehr Wald. Das andere ist wahrscheinlich umgedreht dann. Mit Grasland 1.0, dass er dann
mehr Grasland und weniger Wald braucht. So, Stress kommt dann irgendwann auch nochmal. Besonders effizientes Blut. Sozialverhalten. Wir haben jetzt 1 bis 12, okay. 1 bis 12, 2 bis 13, 0 bis 11, 0 bis 9. So, Angriff. Härte der Zähne. Was habe ich da denn? Intuitives Lernen. Härte der Zähne. So, dann habe ich da 90%. Tigermuster. So. Bestand. So viel Freunde hier gar nicht dran haben. Ich war hierbei etwas unsicher, aber sie haben mich überzeugt. Lambert hier. Ich hätte cool. Etwas zu yes. Erledigen. Und Sie könnten mir sicherlich dabei helfen. Yes, yes, yes. So. Na? Sehr gut. Die Sicherheitsabteilung bräuchte mehr Leute von Ihrem Schlag. Trodon-Genom. Ich erinnere mich nicht an alle Namen der Dinosaurier, aber ich weiß genau, wie sie auf Gehege reagieren. Trodon. Nicht alle finden das gut. So wie dieser hier. Sehen Sie mal, wie er mit Gefangenschaft zurechtkommt. Bringen Sie diesen neuen Dinosaurier in unseren Park und errichten Sie ein passendes Gehege. Laut Lambert interessiert sich die Sicherheitsabteilung besonders für einen bestimmten Dinosaurier. Sollten sich alle anderen genauso für ihn interessieren? Die zahlenden Gäste zum Beispiel? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Katsching, katsching. In der Wissenschaftsabteilung steht Ihnen eine neue Gelegenheit zur Verfügung, wenn Sie Interesse haben. Sturmabwehrstation. Und das sollten Sie. Jep. Ein Omen, falls Sie an so etwas glauben. Was ich natürlich nicht tue. Außer wenn ich es tue. Das wäre natürlich sehr nice, wenn das hier noch so reingepasst hätte. So, Sturmabwehr. Hier irgendwie zwischen und dann könnte ich da noch was reinsetzen. Sturmabwehrstation. Da kommt erst nochmal ein fettes Kraftwerk rein. So, passt genau ineinander. Dino kann freigelassen werden. Ausbrütung fehlgeschlagen, wie ich es hasse, ey. Wer denn jetzt schon wieder? Natürlich. So.
So, und die Ankylosaurier. Wie kann man hier was zum Bestand beitragen? Bestandsgröße. Hat das was mit Stress zu tun? Ich hoffe. So, Essen. Haben die hier nicht mehr genug. Trinken, Einkaufsmöglichkeiten, fehlt alles. So, liebe Gäste, das heißt, hier kommt noch mal ein Restaurant zum Hotel. Na komm. Ja, genau das brauchen wir. Gut gemacht. Und da kommt noch mal ein Kleiderladen zum Hotel. So, Gäste, eine Bowlingbahn kommt hier unten runter. Schon wieder Ferien geschlagen, Alter. Gehst mir langsam auf den Sack hier. Der Kleiderladen. Die Bar. Die Bar, die Bar, du. Gäste. Spielwaren. Spielhalle. Fastfood Souvenirs. Dann könnte ich hier auch schon einen Aussichtsturm reinsetzen für später. Der würde wahrscheinlich auch noch gut passen. Aber auch nicht. Schade. So, Gigantosteak. Steuerter Dino. Was ist denn hier los? Das sieht ja mal richtig eklig aus. Kleiderladen und Spielwarenladen, die kommen noch mal weg hier. Scheußlich. So, mach mal alles irgendwie wieder auf ein Niveau, von dem man sagt, ich kriege keinen Kotzkrampf. So, alles mal auf den anheben. Hier bleibt es auf Hotelniveau. Und von da aus mache ich hier mal irgendwie ekelhaft. So, weichzeichnen. Schön, aber selten. So, was hatte ich da drin? Klamotten und Spielwaren. So, und Kleider. Ja. Dino Cocktail 52.
Schutzraum, Bowlingbahn, 10 Kegel, 40, Souvenirladen, Nachtsichtgerät, 40, Restaurant, hat teuer, Spielhalle, hat teuer. So, und das Restaurant noch. Und die Lofos sind fertig. Die kleinen Kläffer. D. So. 2 mache ich noch mit Sumpfmonster, Muster, nicht mit Sumpfmonster. So, Helikopter. Gute Nacht. Aufträge sind unser tägliches Brot. Und wer mag schon kein Brot? Gott, ist der hässlich. Hat der Multiple Sklerose oder was? Prozent soll ich davon erreichen. Lotusaurus. Kingosaurus ist vollständig. Vielleicht setze ich die Kleinen auch erstmal hier rein. Ich weiß es noch nicht. Die vertragen noch nicht so viel hier mit der Bestandsgröße. Tracknotus. Und? Yeah. Der guckt mir fast auf die Schienenbahn da nach oben. Sie haben diesen Dinosaurierauftrag einwandfrei erfüllt. Es bleibt nur zu hoffen, dass wir dadurch Gäste in den Park locken können. Aktivieren. 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 Wow, machen Sie weiter so. Alles ist möglich. Aktivieren. So, die beiden, die Lofus lassen wir auch noch raus. Dann haben wir 4.
Der mächtige Dreadnoughtus war eine der größten Kreaturen, die jemals gelebt hat. Er mag zwar als furchtloser Dinosaurier bekannt sein, vom Indominus Rex würde ich ihn dennoch fernhalten. Wie jetzt? Verträgt er sich mit Fleischfressern oder was? Kamarasaurus, noch so ein Langhals hier. Forschung, ein Gebäude verfügbar. Was gibt's das denn? Fortgeschrittene Sturmabwehrstation. Ah, cool, nehme ich. Trodon. Kamarasaurus. Gott, sind die lahmarschig, ey. Brauchen wir Ewigkeiten, bis sie raus sind. Schutzraumversorgung auf 85%. So, Schutzräume. Hier müsste irgendwie noch einer hin. Guck mal. Yes. Zu wenig Freit. Tatsache. Gut, dann kommt hier noch ein bisschen Wald rein. So. Zack. Standard erschöpft. Ich habe diesen neuen Auftrag. So, Bestand. Zack. Zack. Ich kann vielleicht noch zwei Dilophos reinsetzen. Gute Arbeit. Die da. So.
Wasserfläche ist zu klein. Du Scheiße. Was ist das denn für Viecher, ey? Genau so wird's gemacht. Ach nee, durstig. Grasland, Wald, Sumpf, Bestand. Alter, ist das viel riesig. Ich brauche ein paar neue Dinosaurier. Sie brauchen Arbeit. Oder etwa nicht? Sieht nach einem Wink des Schicksals aus. Im Gesellen Struzzis, Eddies und Kuritos. Geil. Ja, aber noch nicht jetzt. Jetzt machen wir erstmal die Trudon-Zähmung. Können die ja durchs Gehege spucken, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlau mit dem Stahlzaun. Nodosaurus. Passen noch zwei rein. So, Wissenschaftsmission. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Sollte ich hinkriegen, vorausgesetzt es kommt kein Sturm. Verfügbarer Strom 174 und ich habe die Generatoren noch nicht mal ausgebaut hier hinten. So, was kommt hier für ein oder zwei Gehege rein? Thank you.
So. Aufgabe erhalten. Und die nächsten zwei Dilophos. Ach, siehst du, wollte ich doch noch gucken. Der, wie hieß er hier? Suchomimos. Den wollte ich ja auch noch erforscht haben. Trudon. Ach, dann habe ich auch noch mal einen. Mir fiele niemand anderer ein, dem ich diesen Auftrag erhalte. Genom auf mindestens 75. Das ist mein Ernst, auch wenn es nicht ganz der Wahrheit entspricht. Denk nicht mal dran, ihn jetzt anzugreifen, nur weil er ein bisschen krank ist. So, Trudon-Zähmung. Da habe ich eine Bar, Souvenirladen und Bowlingbahn. Gäste. Souvenirladen. Gäste. Fastfoodladen. So, Gäste, Hotel. Zwei Hotels kommen jetzt hier rein. Transport abgeschlossen. Souvenirladen, Fastfoodladen, Gäste. Eine Bar kommt da rein. Gäste. Bowlingbahn wollte ich hier auch noch haben. So, Gäste, nur aber. Hotel. Kommt hier eins hin und gegenüber eins hin. Gäste, Hotel. Ha, schau mal. Die vertragen sich, kommen gut aus. Und hier ist auch Ende. So, Futterstation, Fleisch, Gemüse, Strom, großes Umspannwerk. Kommt jetzt hier rein. So, dann kann ich das kleine hässliche Gedöns hier nämlich wieder wegnehmen.
weniger als 5 Gäste durch Fleischfresser getötet. Hört sich richtig schön nach Dschungel an mittlerweile. So, suche Mimos, da ist er doch. Trodon, Trodon. Carcharodontosaurus. Wie auch immer. So. Trodon, Trodon. Forschung. Nochmal globaler Betrieb. Gewinne durch Ticketverkäufe um weitere 5%. Fastfood-Restaurant. So, Dino-Speise hier. Souvenirladen. Barbasol. Das haben Sie gut gemacht. Die Bar. Dino Breu für 28. Geht keiner hin. Bowlingbahn. Natürlich 10 Kegel. Pins. So, Strom habe ich genug. Sturmabwehr. Hä? Betriebsgebäude? Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Sicherheit hier zu verbessern. Okay. Und ich bin der Meinung, dass uns dieser neue Auftrag dabei helfen könnte. Denken bietet Sie einen kleinen Radius nahezu vollständig Schutz gegen Schäden durch alle Wetterbedingungen mit Ausnahme extremer Wetterverhältnisse. Ach so. Das ist nur so ein kleines. Dafür noch besserer Schutz. Würde ich mal. Obwohl, das ist eigentlich Quatsch. Brauche ich gar nicht so was. Frisst nur Strom und nimmt Platz weg. So. Schutzräume. Abdeckung haben wir. Richtig, richtig gut. Hier oben kann noch mal irgendwie ein Schutzraum hinten in die Ecke. Wenn ich mich nicht komplett verbaut hätte. Ne, passt nicht. Diplodocus. Hier oben noch ein Gehege hoch. Mit einer Aussichtsplattform von hier nach da. Ein Turm daneben. Gehege. Hier kommt ein Gehege noch mit Blick nach oben. So, dazu noch die entsprechenden Türme. Das wird ein bisschen eng jetzt hier. Bürostation könnte ich hier reinsetzen. Weg nicht verbunden.
So, Frage ist, was kommt hier rein? Ein großes Gehege nochmal oder zwei kleine? Ich glaube, hier mache ich nochmal ein großes rein. Expedition abgeschlossen. So, ich würde sagen, ich mache hier noch mal eine kleine Pause. Geht auf jeden Fall gleich weiter. Viel Spaß weiterhin. Es wird langsam eng im Park. Und ciao.